Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Deshalb hat Deutschland seit Sonntagabend wieder Grenzkontrollen zu Österreich eingeführt. Bundespolizisten aus ganz Deutschland sind vor Ort. Allein 200 sind aus Deggendorf. Eine logistische Herausforderung. Wir haben ein kleines Déjà-vu wie beim Hochwassereinsatz. Wir sind ein logistischer Mittelpunkt oder wir werden ein logistischer Mittelpunkt sein. Die Kollegen kommen zu uns, werden hier verpflegt, wird ihnen der Unterkunftsraum zugewiesen und so, dass er sich einfach rundum wohlfühlt und ausgeschlafen und ausgeruht in den Einsatz gehen kann. Bis Montagmittag konnten im Grenzbereich der Bundespolizeidirektion München 38 Schleuser festgenommen werden. Etliche Schleuserfahrzeuge wurden sichergestellt. In der Folge könnten sich die Schleuser nun andere Routen suchen, zum Beispiel über Tschechien nach Deutschland. Ob dort dann auch wieder kontrolliert wird, konnte die Bundespolizei noch nicht sagen. Das sei eine politische Angelegenheit. Doch sind Grenzkontrollen nun ein wichtiger Schritt oder der falsche Ansatz? Die Bevölkerung ist sich größtenteils einig. Ja, ich finde es richtig auf alle Fälle, weil man muss schon ein bisschen wissen, wer aus- und eingeht im Land unter diesen Umständen. Also ich bin schon sehr dafür. Gut. Ja, gut. Bei den Mengen an Leuten, die zuströmen, ist es eigentlich ganz vernünftig. Schlecht eigentlich. Wir sind Europa, oder? Würde ich sagen, nicht ganz so unrecht, ne? Weil man weiß ja nicht, wer sonst noch alles ins Land strömt. Wirklich, jeder ist willkommen, aber man muss schon kontrollieren, wer kommt, oder? Erst einmal das wieder in geordnete Bahnen lenkt und dann muss man einmal weitersehen. Fast 600 neue Flüchtlinge sind seit Freitagabend in Niederbayern angekommen. Ein Großteil davon wurde in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Deggendorf gebracht. Von dort aus werden sie weiterverteilt. Aus der Registrierung ergibt sich dann die für den einzelnen Asylbewerber zuständige Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen nicht die Erstaufnahmeeinrichtung in Deggendorf. Die bekommen von uns eine sogenannte BÜMA, eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender. Daraus ergibt sich dann, wo sie hin müssen. Sie bekommen von uns eine Fahrkarte und werden dann über den Zug, können sie dann in die jeweils zuständige AE weiterreisen. In Landshut sollen die zum Aufnahmelager umfunktionierten Festzelte in den kommenden 2 bis 3 Wochen noch stehen bleiben. Die rund 200 Flüchtlinge, die am Freitag angekommen waren, wurden aber bereits bundesweit weitervermittelt. Für Dienstag haben sich aber schon wieder neue Busse angekündigt. BRK, THW und die Stadt Landshut sind gerüstet. Im Landkreis Regen in Rummansfelden soll der ehemalige Supermarkt an der B11 eventuell als neue Notunterkunft dienen. Rund 60 Asylbewerber können dort untergebracht werden. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Auf den Autobahnen an der Grenze zu Österreich müssen die Autofahrer auch in den nächsten Wochen mit Stau rechnen. Ganz wichtig für diese Zeit, Passdokumente oder Personalausweis mitnehmen. Die Bundespolizei ist damit voll ausgelastet. Das hat die Politik zum schnellen Handeln veranlasst. Die Bundespolizei reagiert derart darauf, dass wir ab 2016 1.000 Personen im mittleren und gehobenen Dienst gesamt mehr einstellen. Das heißt, wir gehen von einer Einstellungszahl von 2.500 und diesen Trend werden wir auch beibehalten. Wir können leider noch nicht sagen, wie viele von den Auszubildenden anschließend nach Deggendorf kommen, aber wir wünschen uns, dass es natürlich eine große Anzahl sein wird. Von den vorübergehenden Grenzkontrollen betroffen sind nicht nur die Autobahnen, sondern zunehmend auch Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Der ADAC rät, die aktuellen Verkehrsmeldungen und Informationen zu den Grenzwartezeiten zu verfolgen. Wie sich die Situation weiterentwickelt, ist noch unklar. Die Lunchpakete für die Bundespolizisten stehen aber schon bereit.